Dann muss ich dich holen, damit du mir Platz machst für den Tempel. Für einen Tempel habe ich hier keinen Platz. Da gehen wir dann wieder ein paar Pilze hops, aber gerade hier unten, hier gibt es noch jede Menge Pilze. Du futter dich erstmal hier satt. Also für die Rotschwingen hätte ich die Nahrung schon mal. Es fehlen nur noch die Ölfläschchen. So. Ah, da gehen sehr schön viele Pilze hops. Hier sind fast keine Pilze. Okay, das heißt, wir holzen hier weg. Für einen Tempel wird das noch nicht reichen am Platz. Nein, reicht immer noch nicht. Ach, der pennt jetzt auch gut. Geschirr sieht noch gut aus. Holzwerkzeug könnte mal wieder besser aussehen. So, mach noch mehr Holz weg. Wir brauchen nämlich die freie Fläche hier. Vielleicht hier oben noch ein bisschen weghauen. Bingo. Gut gemacht. Jetzt haben wir den Platz für den Tempel. Das heißt, wir können weiter kundschaften gehen. Du wirst ein Druide. Und Finn sammelt jetzt Pilze. Ach ja, und zieht hier ein. Du kannst trainiert werden, gut. Ja, ich würde wirklich gerne hier die ganzen Steine loswerden, damit ich hier dann meinen Schreiner, also Möbel, die Möbelwerkstatt und den Schuster hinpacken kann. So, da oben gibt es Beeren, da kann er sich ein bisschen vollfuttern.
Oh, hier sind auch schon welche. Dann fütter dich hier voll. Da musst du nicht so weit nach oben gehen. Da haben wir noch diesen komischen Strich da aufzudecken. Und ich sollte definitiv nie wieder Soldaten zum Erkunden nehmen. Weil hinter den Soldaten rennen sie die ganze Zeit her. Kundschaft verlassen sie irgendwann in Ruhe. Oh, du? Ja. Ja, wie? Dann bitte wieder Holz. Der wird jetzt wahrscheinlich die Holzwerkzeuge vor die Tür werfen, ja. Dann dachte ich mir fast schon. So, unser Tempel ist fast fertig. Das ist auch gut. Dann marschier du mal da runter, weil hier gibt's Nahrung. Dann kannst du hier hochgehen und den Rest aufdecken. Gut, unser Tempel ist fertig. Das heißt, Öl kann jetzt auch produziert werden. Pilze haben wir dafür ja schon mal genug. Wir haben auch verdammt viel Leder. So, hier was essen. Der Knubbel da, den habe ich verpatzt, aber egal. So, 100% penibel brauchen wir die Karte auch nicht aufdecken, oder? Na, wir kommen schon mal hier nicht weiter. Ja, Ölwäschchen werden produziert und die Leute holen sich auch gleich Öl. Das ist doof. Ah, da ich ja einen Pilzsammler und einen Druiden habe, dürfte die Ölproduktion im großen Stil laufen und ich irgendwann Überschuss kriegen. Von daher, Bauarbeiter. Hol mir Öl. So, das mit der Nahrung kann ich wieder auf Null setzen bei beidem, weil das hat ja scheinbar nicht viel gebracht. Was brutzelt hier eigentlich? Also das Feuer knistern. Und ja, irgendwann baue ich noch Platz für den Bierbrauer. Wahrscheinlich hier oben. Oder hier drüben. Ja, die Druide wurde erfunden. Ja, will.
Und ja, wenn, dann werde ich hier oben wahrscheinlich nur Gold und Eisen abbauen und es dann hier runter transportieren lassen. Und hier meine Produktion und alles hochziehen. Zumal ich ja eigentlich Gold ziemlich leicht eintauschen könnte und auch Eisen. Ich meine, irgendwer tauscht mir hier ziemlich günstig Eisen, ja. Eisen ein. Und das Eisen kann ich locker gegen Gold tauschen. Ich meine, billiger kriege ich mein Eisen nicht. So, da gibt es einen Snack. Hier oben gibt es noch mehr Nahrung. Gut. Wobei ich könnte hier das Gold und das Eisen im großen Stil abbauen, es hier runter transportieren und hier verarbeiten. Wobei ich jetzt auch gerade gar nicht weiß. Goldschmied. Er braucht Religion. Aber Eisenschmelzer, also Eisenschürfer, Goldsucher brauchen es nicht. Das heißt, ich kann eigentlich Goldnuggets und Eisen, also Golderz und Eisenbarren nach unten transportieren. Oder am besten nur das Erz runter transportieren und es hier unten einschmelzen lassen. Weil Holz wird mir so schnell nicht ausgehen, eher in den dichten Wäldern. Okay, hier oben komme ich nicht mehr weiter. Ich habe eigentlich schon so gut wie alles aufgedeckt. Ach so, du willst jetzt ein Nickerchen machen. Gut. Ich würde halt, wie gesagt, nur gerne den Stein hier loswerden, dass ich hier meine beiden ja, ihr wisst schon, meine Schusterei für Schuhe und eine Möbelwerkstatt für Holz hinpacken könnte. Okay, die ersten 11 Ölfläschchen sind schon geliefert. Achso, das ist das Öl, was so brutzelt. Okay. Du isst nochmal was hier. Du kannst trainiert werden. Wir sollten mal wieder speichern. So, wir wissen, da ist gefährlich. Also gehen wir mal hier runter erst.
Also ja, und irgendwann kann ich das Wohnzimmer wahrscheinlich einreißen und ein Dreifamilienhaus hinstellen für meine... Für meinen Druiden, den Goldschmied und den Eisenschmied.